Yes, Dr. Victor. Herr Generaloberst, Sie haben uns gestern gesagt, Sie seien Chef des Wehrmachtführungsstabes gewesen während des Krieges und dass Ihre Aufgaben hauptsächlich waren, Pläne für Operationen militärischer Art zu bearbeiten. Das ist richtig, nicht wahr? Das ist richtig. Nun, woher bekamen Sie die Pläne? Wer bestimmte, welche Pläne Sie zu machen hatten? Das war wie in jedem militärischen Stabe der Oberbefehlshaber, in diesem Fall der Führer persönlich, verlangte die Unterlagen für Entscheidungen, Karten, Stärkemeldungen, eigene Stärke, gegnerische Stärke, Meldungen über den Gegner. Dann traf er seine Entscheidungen und daraufhin setzte dann meine Generalstabsarbeit ein. Nämlich diese Entscheidungen in die notwendige militärische Form zu gießen, die der ganze Apparat der Wehrmacht brauchte. Nun, haben Sie im Zuge dieser Studien und Arbeiten auch Operationen zu bearbeiten gehabt, die nie zur tatsächlichen Ausführung gekommen sind? Ich habe eine Menge solcher Operationen vorbereitet. Wie überhaupt von den ganzen Operationen, die ich durch Befehle, Weisungen vorbereitet habe, ich eigentlich nur von einer einzigen wusste, dass sie ganz sicher ausgeführt würde. Das war der gegen Jugoslawien. Alle anderen Operationspläne standen bis zu einem. Da stand die Entscheidung lange Zeit offen, ob sie je ausgeführt werden oder nicht. Als Beispiele für Operationspläne, die in allen Einzelheiten ausgearbeitet wurden, aber nicht zur Durchführung kamen, nenne ich die Invasion in England, der Einmarsch in Spanien, die Wegnahme von Gibraltar, die Wegnahme von Malta, die Eroberung der Fischerhalbinsel bei Petsamo, ein Winterangriff auf Kandalaksha an der Murmanskbahn. Nun bezogen sich diese Ihre Aufgaben auf alle Kriegsschauplätze. Zu Beginn des Krieges bezog sich meine Generalstabsarbeit überhaupt nicht auf Kriegsschauplätze, sondern die Weisungen des Führers gingen nur an die Wehrmachtteile, also an Heer, Kriegsmarine und Luftwaffe. Und erst mit dem Norwegenfeldzug entwickelte sich zum ersten Male der Zustand, dass der Wehrmachtführungsstab für einen Kriegsschauplatz verantwortlich wurde. Und völlig änderte sich dieser Zustand, als zu Beginn des Jahres 1942 der Führer selbst den Oberbefehl über das Heer übernahm. Es ist Kesselring schon danach gefragt worden und ist die Antwort schuldig geblieben. Aber es ist doch selbstverständlich, dass der Führer als oberster Befehlshaber der Wehrmacht mit Hilfe von Jodl nicht Befehle an sich selbst als Oberbefehlshaber des Heeres geben konnte,
und die dann mit Hilfe vom Generaloberst Zeitzler ausführen. Infolgedessen trat die Trennung ein. Von diesem Augenblick führte er mit dem Generalstab des Heeres die gesamte Ostfront. Und der Wehrmachtsführungsstab wurde für die Generalstabsarbeit aller übrigen Kriegsschauplätze verantwortlich. Nun hat der Zeuge Feldmarschall Paulus hier behauptet, das OKW sei verantwortlich für den Befehl, Stalingrad zu halten. Und tatsächlich ist in der Presse draußen Keitel und Jodl wiederholt beschuldigt worden für diesen so unglückseligen Befehl. Ist das richtig? Nein, das ist nicht richtig. Der Zeuge, mit dem ich tiefstes Mitleid habe und mit dem ich in kameradschaftlichster Weise zusammengearbeitet habe, der konnte das ja gar nicht wissen. Die Tatsache ist folgende. Die Entscheidung, im ersten Moment, wo die Gefahr drohte, dass Stalingrad zu halten sei, die traf der Führer in einem Gespräch unter vier Augen mit dem Generaloberst Zeitzler. Und entgegen dessen Vorschlag, das hat mir Zeitzler selbst, als er von dieser Besprechung kam, berichtet. In einem späteren Stadium, als schon die Schneestürme über die Steppe des Dongebiets brausten, da stand noch einmal die Frage des Ausbruches der Garnison Stalingrad zur Debatte. Da waren der Feldmarschall Keitel, der Generaloberst Zeitzler und ich zugegen. Dr. Exner, I don't quite see how this is relevant, although Field Marshal Paulus may have said something about it. I mean, he may have given some evidence about the fighting at Stalingrad, and he undoubtedly did, but I don't quite see how it bears upon the case before us, or upon the case for the defendant Jodl. Herr Präsident, es ist schon damit erledigt. Es war das Bedürfnis vorhanden, diesen Irrtum des Zeugen Paulus aufzuklären. Es ist aber damit erledigt. Wir kehren jetzt zurück zu dem Augenblick, als Sie 1939 von Wien nach Berlin gerufen wurden. Welche Lage fanden Sie in Berlin vor? Ich fand in Berlin eine völlig undurchsichtige, jedenfalls für mich, völlig undurchsichtige Lage vor. Niemand wusste, was ist Ernst? Was ist Bluff? Der Vertrag mit Russland nährte alle unsere Hoffnungen auf Erhaltung des Friedens. Eine Hoffnung, die sich noch ungeheuer steigerte und festigte, als der schon befohlene Angriff für den 26. August überraschend abgesagt wurde.
niemand von den Soldaten, die ich gesprochen habe, rechnete damals mit einem Krieg gegen die Weststaaten. Es war nichts vorbereitet als die Angriffsoperation gegen Polen. Es gab nur einen Defensivaufmarsch im Westwall. Die Kräfte, die dort eingesetzt waren so schwach, dass wir nicht einmal alle Bunker besetzen konnten. Die ganzen Bemühungen um die Erhaltung des Friedens, wie ich sie hier vom Reichsmarschall gehört habe, der Name Dallerus, all diese Verhandlungen blieben mir unbekannt, soweit sie nicht in der Presse standen. Aber eines kann ich abschließend sagen, als dann die Kriegserklärung Englands und Frankreichs kamen, da wirkte das auf uns Soldaten, die wir den letzten Weltkrieg miterlebt hatten, wie ein Keulenschlag. Und ich habe durch den General Stapf damals vertraulich, heute ist es nicht mehr vertraulich, erfahren, dass es dem Reichsmarschall genauso gegangen ist. Wissen Sie, wann Polen mobil gemacht hat? Das kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass in dem Augenblick, als ich nach Berlin kam und dort vom General von Stülpnagel überhaupt erst orientiert wurde über die Lage, auch erst über unsere eigene Stärke, ein polnischer Aufmarsch an den Grenzen schon im Gange war. Ebenso wie der Deutsche. Damit ist eigentlich schon eine Antwort gegeben auf das, was der Dreierlbrief Ihnen vorwirft, nämlich Planning against Poland. Haben Sie einen Plan gegen Polen gemacht? Nein, ich habe mit keinem Federstrich an den Vorbereitungen für den Polenkrieg mitgewirkt. Also ist es richtig, wenn ich resümiere, als Sie Berlin verließen, gab es noch keinen Operationsplan gegen Polen? Nein. Und als Sie nach Berlin zurückkehrten, lag der Plan fertig vor? Da war der Angriffsplan völlig ausgearbeitet. Haben Sie den Führervortrag vom 22.08.39, der hier oft zitiert wurde, gehört? Nein, an diesem Tage war ich noch in Wien. Wann haben Sie von diesem Vortrag gehört? Erst hier in Nürnberg. Erinnern Sie sich an die Zusammenkunft im Führerzug vom 9.09.39, die der General Lahusen hier beschrieben hat? Können Sie sich an ihn erinnern? Ja, an diese Besprechung erinnere ich mich genau. Jetzt sagen Sie, wovon wurde gesprochen, solange Sie in diesem Führerzug anwesend waren, in dieser Zusammenkunft? Ich kam mit dem Führer zusammen in den sogenannten Befehlswagen, in den Kartenraum, wo Feldmarschall Keitel und Canaris und Lahusen waren. Und dann hielt Canaris einen kurzen Vortrag über seine Nachrichten aus dem Westen und gab der Vermutung Ausdruck,
dass ein französischer Angriff im Abschnitt Saarbrücken bevorstehe. Der Führer hat dem widersprochen und ich habe dem auch widersprochen. Von sonst war nichts die Rede. Also ist die Darstellung Lahusens in dem Punkt jedenfalls richtig, dass Sie nur diesen Teil der Besprechung miterlebt haben. Von meiner Seite ist gegen die Darstellung Lahusens kein Wort einzuwenden. Absolut richtig. Es ist im Prozess wiederholt von der Artilleriebeschießung und dem Luftbombardement von Warschau gesprochen worden. Waren Sie an dieser Befehlsgebung beteiligt? Ja, ich war insofern mitbeteiligt, als nämlich der Oberbefehlshaber des Heeres beim Führer beantragte, die Artilleriebeschießung freizugeben, als der Artillerieaufmarsch beendet war. Der Führer lehnte das ab. Er sagte, das ist ja ein Wahnsinn, was hier geschieht durch die Polen. Er befahl mir, und diese Flugblätter nochmal über der Stadt Warschau abwerfen zu lassen. Und erst als diese erneute Aufforderung, den aussichtslosen Widerstand aufzugeben, keinen Erfolg hatte, gab er die Artilleriebeschießung und die Luftangriffe auf die Festung Warschau frei. Und ich betone das Wort Festung. Hatten Sie bei der Befehlserteilung auch etwas mit der Übereinstimmung der deutschen und der sowjetrussischen Operationen zu tun? Ja. Als wir noch etwa 3 Tage Märsche von der Weichsel entfernt waren, da informierte mich zu meiner größten Überraschung, ich glaube, der Vertreter des Auswärtigen Amtes im Führerhauptquartier, dahingehend, dass Sowjetrussland die polnischen Gebiete. Defendant, if it's convenient to you, I think you might speak a little bit faster. Die polnischen Gebiete östlich einer vereinbarten Demarkationslinie zeitgerecht durch sowjetische Truppen besetzen würde. Als wir nun uns dieser vereinbarten Demarkationslinie, die mir auf einer Karte gegeben wurde, als wir uns dieser Demarkationslinie näherten, es war die Linie ostpreußisch-litauische Grenze, Narew, Weichsel, Sahn. Da telefonierte ich nach Moskau an den Militärattaché und unterrichtete ihn, dass wir voraussichtlich im Laufe des morgigen Tages an einzelnen Stellen diese Demarkationslinie erreichen könnten. Ich bekam dann telefonisch nach kurzer Zeit die Mitteilung,
Die russischen Divisionen seien noch nicht fertig. Als wir dann aber am übernächsten Tage die Demarkationslinie erreichten und in Verfolgung der Polen auch überschreiten mussten, bekam ich wieder aus Moskau nachts 2 Uhr die Mitteilung, dass um 4 Uhr früh die sowjetrussischen Divisionen auf der gesamten Front antreten würden. Das ist auch pünktlich geschehen. Und ich habe dann einen Befehl entworfen, dass unsere deutschen Truppen überall dort, wo sie die Verbindung mit den Sowjettruppen aufgenommen hätten und nach Vereinbarungen mit diesen hinter die Demarkationslinie zurückzugehen hätten. An welchem Tag das geschehen ist, wissen Sie nicht? Das Antreten genau kann ich nicht sagen. Es wird etwa gewesen sein am 14. September. 14. oder 15. September. Wir wollen uns jetzt mit den Angriffskriegen gegen die neutralen Staaten beschäftigen. Dr. Exner, all that the defendant has just been telling us seems to me to be simply a waste of our time. Absolutely no relevance to this case at all. And why you let him do it, I don't know. Es wird Ihnen zum Vorwurf gemacht, dass Sie Ihren persönlichen Einfluss und Ihre engen Beziehungen zum Führer dazu benützten, eine ganze Reihe von neutralen Staaten anzugreifen. Sagen Sie, ist das richtig? Nein, das ist unrichtig. Ich erinnere mich, dass ein Zeuge hier von einem unheimlichen Einfluss oder auch von einer unheimlichen Riegelstellung gesprochen hat. Jedenfalls von etwas Unheimlichem. Aber mein Einfluss auf den Führer war leider nicht im geringsten so groß, wie er nach meiner Stellung eigentlich hätte sein können oder vielleicht auch sein müssen. Der Grund liegt in der gewaltigen Persönlichkeit dieses Machtmenschen, der ihm Berater überhaupt sehr schlecht vertrug. Wann hörten Sie zum ersten Mal von einem Plan einer etwaigen Norwegen-Besetzung? Zum ersten Mal sprach der Führer mit mir, ich glaube, es war Mitte November 1939. Jedenfalls längere Zeit, nachdem der Großadmiral Raeder zum ersten Mal mit ihm gesprochen hatte. Von dieser ersten Besprechung, die war, glaube ich, am 10.10., habe ich nichts erfahren damals. Ich habe mich auch der Führer nicht orientiert. Aber Mitte November sprach er mit mir darüber. Genaues habe ich dann erst erfahren bei dem Vortrag des Oberbefehlshabers der Kriegsmarine, der am 12. Dezember stattgefunden hat und bei dem ich dabei war. Ich weise diesbezüglich auf C-64 GB-86 hin im Dokumentenbuch Seite 46. Ich brauche das aber nicht verlesen. Erster Band, Seite 46. Wie war der Standpunkt des Führers dazu? Der
allgemeine Standpunkt des Führers war damals, und er liegt auch schriftlich fest, ich habe keinerlei Interesse daran, die Kriegsschauplätze auszuweiten. Aber wenn wirklich die Gefahr einer Besetzung Norwegens durch England besteht, und wenn das wahr ist, dann ist die Lage eine andere. Ist damals etwas befohlen worden? Es wurde damals gar nichts befohlen, sondern er wies mich nur an, mal über dieses Problem überhaupt nachzudenken. Die Vorarbeiten sind, wie es ebenfalls dokumentarisch festliegt, am 27. Januar 1940 begonnen worden. Das ist erkennbar aus dem Dokument C63 USA 87. Waren Sie damals der Ansicht, dass die Versicherung, die Hitler im September und im Oktober 39 gegeben hatte, norwegische Neutralität zu respektieren, waren Sie der Ansicht, dass diese Versicherung geschah in der Absicht, Norwegen einzulullen, wie die Anklage behauptet? Diese Behauptung ist glatt zu widerlegen. Und zwar mit einigen Daten, die ich nennen werde. Diese Versicherungen, politischen Versicherungen, sind vom Führer abgegeben worden oder von der Reichsregierung, ich weiß es nicht, am 2. September und am 6. Oktober. Am 9. Oktober hat der Führer jene berühmte Denkschrift geschrieben und unterschrieben, die bekannt ist unter dem Dokument L52. Ich weiß nicht, ob das Gericht darüber Klarheit hat, dass es eine Denkschrift des Führers persönlich ist. Das ist also L52. USA 54, nein, 540, und bei mir ist die Stelle abgedruckt im ersten Band, Seite 48. In dieser Denkschrift, für wen war diese Denkschrift berechnet? Diese Denkschrift, das geht, glaube ich, aus dem Dokument hervor, ging nur an die drei Oberbefehlshaber und an den Chef des Oberkommandos der Wehrmacht. Sie ist Wort für Wort vom Führer selbst diktiert und in zwei Nächten gemacht worden. Ich lese den zweiten Absatz vor, der auf Seite 48 bei mir abgedruckt ist. Die nordischen Staaten, ihre Neutralität ist, wenn nicht gänzlich unvorhergesehene Momente eintreten, auch für die Zukunft als wahrscheinlich anzunehmen. Die Fortführung des deutschen Handels mit diesen Ländern erscheint auch bei längerer Kriegsdauer möglich. Ende des Zitats. Es ist ganz ausgeschlossen, dass in dieser geheimsten Denkschrift der Führer etwas anderes niedergelegt hat als seine wahre Absicht zu diesem Zeitpunkt. Nun behauptet das ist aber auch umso begreiflicher, als ja erst einen Tag später, nämlich am 10. Oktober, zum ersten Mal der Großadmiral Raeder mit solchen Befürchtungen an den Führer herantrat.
handelte es sich bei der Besetzung Norwegens um einen schwerwiegenden Entschluss für die Führung. Es war ein ganz ungeheurer Entschluss. Nur in Kürze. Er setzte die ganze deutsche Flotte aufs Spiel. Er hatte zur Folge, dass wir eine Küste von über 3000 Kilometer verteidigen mussten. Das kostete uns fast 300.000 Mann, die dort brach lagen. Darum hing dieser Entschluss auch von wirklich sicheren Nachrichten ab. Dass nämlich wirklich für Norwegen eine Gefahr drohe. Und deshalb ist auch kein Zeitpunkt bestimmt worden für diesen Operationsplan Weserübung. Und aus diesem Grunde habe ich auch den Vorschlag später gemacht, dass man die Kräfte für die Operation Norwegen, falls sie notwendig würde, und für einen Angriff im Westen völlig voneinander trennen solle. Welches waren denn die Gründe, die Besetzung doch bis in alle Einzelheiten vorzubereiten? Die Gründe sind ganz offen und eindeutig in der Weisung vom 1. März 1940, das ist das Dokument C-174, zum Ausdruck gebracht. Exhibit GB89. Ja, wir mussten auf jeden Fall bereit sein. What does 174 mean? 174 PS or what? Es ist keine, said 174. Es ist nicht bei mir abgedruckt. Er beruft sich auf ein Dokument, welches die englische Anklage unter GB89 vorgelegt hat. Well, but 174 must mean something, doesn't it? The defendant said document 174. I only want to know whether C, it... C-174. My lord, it's C-174. C, excuse me. Very well. And it was put in by Mr. Elwin Jones. It's in document book 3. Yes. Nun, in Ihrem Tagebuch sagen Sie, der Führer suche nach einer Begründung. Es wurde schon einmal erklärt, was das wohl bedeuten mag, aber Sie haben selber geschrieben und müssen daher das am besten wissen. Bitte, was ist damit gemeint? Der Führer sagte in diesen Tagen, wo ich das niederschrieb, nicht in ein Tagebuch, sondern in mein Notizheft, mein Aufschreibeheft. Da sagte er, um einen solchen Entschluss durchzuführen, brauche ich absolut verlässliche Nachrichten, mit der ich ihn auch wirklich vor der Welt begründen und als notwendig beweisen kann. Ich kann nicht sagen, nur das habe ich von Herrn Quisling erfahren. Und deswegen trieb er in dieser Zeit gerade die Abwehr in besonderem Maße an, doch genauere Unterlagen über diese vielen Meldungen, die wir bekamen, dem Führer zu verschaffen. Nun hat Großadmiral Raeder die Tatsachen dargetan, aus denen auf die Pläne Englands zu schließen war. Haben Sie da einiges hinzuzufügen oder ist das erledigt? Im Großen und Ganzen hat der Großadmiral Raeder die ganzen
Meldungen schon wiedergegeben. Eines ist mir noch in Erinnerung und auch in meinem Notizheft aufgeschrieben worden. Das besondere Drängen in der französischen Presse, ganz öffentlich, dass Deutschland unter allen Umständen von dem schwedischen Erz abgeschnitten werden müsse. Es kam dann das Minenlegen in den norwegischen Hoheitsgewässern. Es kam der Fall Altmark, der nach meinem Studium des Völkerrechts ein eklatanter Bruch dieses Abkommens war, über die Rechte und Pflichten neutraler Staaten in einem Seekriege, und zwar des Artikels 1 und 2. Bezüglich der beiden ersten Punkte, die der Zeuge erwähnt, möchte ich hinweisen auf das Dokument 1809 PS, das ist sein Tagebuch, GB 88, Seite 53 des ersten Bandes meiner Sammlung. Und da ist im Tagebuch am 10.3. eingetragen, die Nachricht über die Verhandlungen Finnland-Russland sind politisch sehr erfreulich. Die französische Presse tobt darüber, dass sie es für notwendig hält, Deutschland vom schwedischen Erz abzuschneiden. Und dann noch die Eintragung von 25.3. Engländer beginnen im dänischen und norwegischen Hoheitsgebiet unsere Handelsschiffe zu belästigen oder zu beschießen. Nun sagen Sie noch, was löste den Beschluss aus zum Angriff? Die endgültige Entscheidung des Führers ist am 2. April gefallen. Und zwar auf zwei Nachrichten hin. Das erste waren Meldungen der Kriegsmarine über mehrfache Beschießung deutscher Handelsdampfer, sowohl in den norwegischen wie in den dänischen Hoheitsgewässern. Und die zweite Meldung war eine Meldung Canaris, dass im Nordteil der englischen Ostküste englische Truppen und Transportschiffe zur Verschiffung bereitgestellt sind. Welche Folgerungen für uns hätte ein Zuvorkommen Englands gehabt? Ich kann darüber auf die Ausführungen des Großadmiral Reeders verweisen und nur sagen, Norwegen im Besitz Englands und der Krieg war für uns zur Hälfte verloren. Wir waren in der Nordflanke strategisch umfasst. Dass die englischen Pläne auf Wahrheit beruhen? Wir erbeuteten die gesamten Akten der englischen Brigade, die in Namsos und Andalsnes gelandet war. Wir nahmen überraschend gefangen den englischen Kriegsberichter Romilly in Narvik, der dort alles andere eher als deutsche Schiffe erwartete. Sonst hätte er sich der Gefangennahme entziehen können. Und der auf die Frage, was er denn in dem friedlichen Narvik über Krieg berichten wolle, keinerlei Auskunft geben konnte.
Wir erbeuteten dann später die gesamten Akten des französischen Generalstabes, die zum Teil ja durch den Verteidiger des Großadmiral Reeder schon vorgelegt sind. Besonders lehrreich und für mich von Interesse waren aber die Tagebücher, die die englischen Offiziere, teilweise auch Unteroffiziere, die wir in Norwegen gefangen nahmen, bei sich trugen. Sie bewiesen mindestens das eine, dass alle diese Truppen bereits eingeschifft waren und in dem Augenblick, als unsere deutsche Flotte nach Norwegen vorstieß, wieder an Land gesetzt wurden. Ich möchte hier wieder auf zwei Tagebucheintragungen verweisen, Seite 54, erster Band meines Dokumentenbuches, Eintragung vom 24.04. und Eintragung vom 26.04. Da heißt es, Major Soltmann berichtet über Vernehmung der Engländer und bringt weitere wichtige Papiere, darunter die geheime Rangliste. Mittags treffen die ersten Gefangenen in Berlin ein. Sie werden in der Alexander-Kaserne vernommen und bestätigen die Echtheit der Befehle. Alles Material wird dem Auswärtigen Amt übergeben. Ich verweise endlich auch noch auf den Fragebogen Soltmann. Das ist das Dokument AI Nummer 4, welches ich hier vorlege. 173 des zweiten Bandes. Ich brauche aber das nicht verlesen, sondern verweise nur auf die Antworten Soltmanns auf die Frage 4 und 5. Nun, eine letzte Frage zu dieser norwegischen Angelegenheit. Der englische Vertreter der Anklagebehörde hat gesagt, das zeige die Ehrenhaftigkeit der Soldaten, die Norwegen angreifen und dann Lügen und Ausreden gebrauchen. Was haben Sie dazu zu sagen? Die Anklage hat damit ein rein operatives Problem auf die Ebene der soldatischen oder menschlichen Ehre geschoben. Das war bisher in der Welt nicht üblich. Ich kann nur sagen, ich habe Norwegen weder angegriffen, noch habe ich Lügen und Ausreden gebraucht. Aber ich habe meine ganze Kraft eingesetzt, um zum Gelingen einer Operation beizutragen, die ich für unbedingt notwendig hielt, um einer ebensolchen englischen Absicht zuvorzukommen. Wenn einmal die Siegel von den Archiven geöffnet werden, dann wird sich ja die Richtigkeit meiner Auffassung klar erweisen. Aber selbst wenn es falsch wäre, an der Ehrlichkeit meiner subjektiven Einstellung zu dieser Zeit kann deswegen nichts geändert werden. Wir sprechen jetzt von den Westkriegen. Gab es nach dem Polenfeldzug bereits einen Operationsplan für einen Angriff im Westen? Nein, zunächst gab es keinen Angriffsplan im Westen, sondern im Gegenteil.
Es gab eine, besonders im Heere, weit verbreitete Auffassung, dass der Krieg von selbst einschlafen würde, wenn wir uns nur im Westen ruhig verhielten. Das ging so weit, dass der Oberbefehlshaber des Heeres sogar bewegliche Infanteriedivisionen in Festungsdivisionen umwandelte, also ihnen die ganzen Bewegungsmittel wegnahm. Wussten Sie schon im Polenfeldzug von den Absichten des Führers gegenüber dem Westen? Während des Polenfeldzuges war der Führer selbst zweifelhaft. Auch er konnte sich keine plausible Erklärung machen über die völlige Untätigkeit der französischen und englischen Kräfte in Frankreich, die nur mit Hilfe ihrer Kriegsberichte eine Art Scheinkrieg inszenierten. In Wirklichkeit fiel aber an der Front kein Schuss. Aber Ende September war sich meiner Erinnerung nach der Führer doch darüber klar, dass wenn England mal in einen Krieg eingetreten ist, es einen solchen Krieg auch bis zum bitteren Ende durchkämpft. Als Generalstäbler müssen Sie folgende Frage am besten beantworten können. Hätten wir uns vom rein strategischen Standpunkt aus gegenüber dem Westen auch rein defensiv verhalten können? Ich will mich ganz kurz fassen, weil derartige Probleme nicht direkt mit dem Prozess zu tun haben. Ich will nur sagen, es wäre der größte strategische Fehler gewesen. Denn unsere damalige Überlegenheit musste in demselben Maße schwinden, als wir zögerten, davon angriffsweise Gebrauch zu machen. Denn England brachte laufend weitere Divisionen nach Frankreich und ebenso die Franzosen aus ihrem Kolonialreich. Ich glaube, mehr brauche ich darüber nicht zu sagen. Ich verweise auf C62 Exhibit GB106 in meinem Dokumentenbuch, ersten Band, Seite 56. Ich brauche es aber nicht verlesen. Es sind auch wiederum eine Weisung für die Kriegführung und es sind auch wiederum die Grundgedanken, die wir da gehört haben, zum Ausdruck gebracht. Eines ist vielleicht doch noch wichtig. Der Führer nahm diese Gefahr, dass wir eben nicht mehr überlegen bleiben würden auf die Dauer, so ernst, dass er ja den Angriff für im Winter führen wollte, obwohl sämtliche Soldaten, die es überhaupt gab, ihm davon abgeraten haben. Da wäre zu verweisen auf unser Dokument 19. Wiederum auf unser Dokument im ersten Band, Seite 48,
49, in welchem Tagebuch Jodels, nein, Denkschrift des Führers über die Führung des Krieges, früher zitierte, L52, USA 540. Eine ausführliche Begründung dafür auf Seite 49 meines Dokumentenbuches. Warum wurde dann nicht Frankreich angegriffen, ohne die Neutralität Hollands und Belgiens und Luxemburgs zu verletzen? Es war auch für den Führer keine Kleinigkeit, sich neue Gegner zu verschaffen in einer Stärke von 400.000 bis 500.000 Mann, wie es die holländisch-belgischen Kräfte darstellten. Das führte dazu, dass wir den Angriff im Westen tatsächlich mit unterlegenen Kräften führen mussten. Nämlich mit 110 Divisionen gegen rund 135 feindlichen. Ohne Not tut das kein Feldherr. Nun, was war die Gründe? Wir waren nicht imstande, die Maginot-Linie an ihren stärksten Stellen, die dann übrig geblieben wären, nämlich zwischen dem Rhein und der luxemburgischen Grenze oder am Oberrhein, wo die Vogesen noch dazu kamen, diesen Westwall an diesen Stellen zu durchbrechen, diese Maginot-Linie. Dazu fehlte die schwere Artillerie. Aber das wäre kein moralischer Grund, sondern vielleicht gerade ein unmoralischer. Die große Gefahr bestand aber darin, dass uns bei einem solchen langwierigen Festungsangriff die gesamten englisch-französischen beweglichen Kräfte durch Belgien und Holland vorstoßend in den Rücken gefahren wären. Und diese standen nämlich nördlich Lille, man kann wohl sagen mit laufenden Motoren, für diese Aufgabe bereit. Und das Entscheidende war, dass sowohl der Führer, aber auch wir selbst, wir Soldaten, unbedingt des Eindruckes waren, aus den vielen Meldungen, die wir bekamen, dass die belgisch-holländische Neutralität doch letzten Endes mehr eine scheinbare und vorgetäuschte war. Wieso kamen Sie zu dieser Anschauung? Die Meldungen im Einzelnen sind nicht von Interesse, aber es ist eine Unzahl von Meldungen von Canaris gewesen. Sie wurden ergänzt, wurden bestätigt durch Briefe des Duce, Mussolinis, aber das absolut Beweisbare, das ganz Sichere, das, was ich jeden Tag auf der Karte sah, das waren die nächtlichen Ein- und Ausflüge
der englischen Luftwaffe völlig unbekümmert um das neutrale holländisch-belgische Gebiet. Das musste in uns die Überzeugung festigen, dass selbst wenn die beiden Staaten wollten, und zu Beginn haben sie vielleicht gewollt, sie auf die Dauer gar nicht neutral bleiben konnten. Welche Gefahr hätte eine englisch-französische Besetzung Belgiens und Hollands für uns bedeutet? Diese Gefahren sind ganz eindeutig vom Führer niedergelegt. Erstens in seiner Denkschrift L52, die schon wiederholt zitiert ist. Hier steht auf Seite 48 des Dokumentenbuches im untersten Abschnitt der Seite der Hinweis auf die ungeheure Bedeutung des Ruhrgebiets. Von der man ja übrigens heute auch genügend Beweise hat. In seiner Ansprache an die Oberbefehlshaber im November, 23. November 1939, es ist das Dokument 789 PS oder USA 23, da hat er auf Seite 59 des Dokumentenbuches 1 ebenfalls diese ungeheure Gefahr für das Ruhrgebiet geschildert, wenn überraschend eines Tages englisch und französische Kräfte vor diesem Gebiet gestanden wären. Er bezeichnet es dort als die Achillesferse. Und das war es für die deutsche Kriegführung auch. Er sagt da auf Seite 59 unseres Dokumentenbuches: Wir haben eine Achillesferse, das Ruhrgebiet. Vom Besitz des Ruhrgebiets hängt die Kriegführung ab. Wenn England und Frankreich durch Belgien und Holland in das Ruhrgebiet vorstoßen, sind wir in höchster Gefahr. Ich kann natürlich oder konnte damals die absolute Richtigkeit der vielen Meldungen von Canaris nicht beschwören. Aber das, was wir nachträglich erbeuteten, und ich verweise da auf die Sitzung des Obersten Kriegsrates in London vom 17. November 1939, das hat im Großen und Ganzen doch die Richtigkeit der Abwehrmeldungen bestätigt. Sie hatten wohl auch damals keinen Grund an der Ehrlichkeit von Canaris zu zweifeln, nicht? Nein, damals lag aber auch nicht der geringste Anlass vor. Ja, während man ja jetzt etwas zweifelhaft geworden ist über seine Ehrlichkeit. Nun, der deutsche Angriff war ursprünglich für November 1939 vorausgesehen. Weshalb hat der Führer ihn denn wieder verschoben? Immer wieder. Nicht weniger als 17 Befehle liegen vor, die immer wieder den Angriff verschieben. Es ist nicht ganz richtig, dass der Führer für Mitte November den Angriff befohlen hätte, sondern er wollte den Angriff dann führen, wenn ihm die Meteorologen ein klares Frostwetter für etwa 6-7 Tage voraussagten. Daran scheiterten aber die Meteorologen. So
Manchmal glaubten Sie, eine solche Wetterlage zu erkennen. Dann wurden alle Vorbereitungen für den Angriff getroffen. Dann widerriefen Sie diese Wettermeldungen wieder. Und dann werden die letzten Angriffsvorbereitungen wieder eingestellt. So ist es gekommen, dass wir sehr oft zum Angriff ansetzten und dann doch wieder den Angriff nicht durchführten. Bei einer dieser Gelegenheiten ist dann nach einer Meldung, die ich von Canaris bekam, auch die französische Armee mit einer Truppe ihrerseits schon ein Stück über die belgische Grenze gefahren. Ob es richtig ist, weiß ich nicht. Die Ankläger werfen Ihnen vor, dass Sie diese Länder getäuscht haben und dann überfallen haben. Bitte äußern Sie sich dazu. Hier gilt dasselbe, was ich vorhin schon sagte. Ich war weder Politiker, noch war ich militärischer Oberbefehlshaber der Wehrmacht. Ich stand unter dem Eindruck, und zwar unter dem beweisbaren Eindruck, dass die Neutralität dieser beiden Staaten in der Tatsache nicht mehr respektiert wurde. Und was den Ehrenkodex meines Handelns betrifft, da muss ich sagen, das war der Gehorsam. Denn er ist das ethische Fundament des Soldatentums überhaupt. Und dass ich weit davon entfernt bin, ihn unbegrenzt bis zu dem Begriff eines sklavischen Kadavergehorsams aufzufassen, darüber, glaube ich, wird man nach meinen bisherigen Ausführungen keinen Zweifel haben. Aber trotzdem kommt man nicht darum herum, dass es gerade in solchen operativen Dingen nichts anderes geben kann für den Soldaten wie einen Gehorsam. Und wenn die Anklagebehörde heute hier in der Lage ist, die Anklage gegen deutsche Offiziere überhaupt zu erheben, so verdankt sie das nur diesem ethischen Prinzip des Gehorsams ihrer tapferen Soldaten. Wir kommen jetzt zum Balkan. In Ihrem Tagebuch, PS 1809, machen Sie am 19.03. den Eintrag: Der Balkan soll und muss ruhig bleiben. Das ist Seite 61 des ersten Bandes meines Buches. Da ist es zuerst. Wie? Seite 61? Seite 61. Ja. Nummer PS 809, GB 88. Am 19.03. Da heißt es: Der Führer kommt freudestrahlend und hochbefriedigt von der Besprechung mit dem Duce zurück. Völlige Übereinstimmung. Balkan soll und muss ruhig bleiben. Was bedeutet das? Ich muss Sie korrigieren, Herr Professor, es ist nicht mein Tagebuch. Ja, da möchte ich eine Zwischenfrage stellen. Es wird immer von Ihrem Tagebuch hier gesprochen und Ihren Tagebüchern. Erklären Sie das, um was es sich da dreht. Das eine ist ein wirkliches Tagebuch, das andere nicht. Also bitte. Es gibt nur ein Tagebuch, das ist das Dokument 1780. 1780? 1780.
Das ist von dem Jahr 37-38. Aus den Jahren 37-38, ein von Ihnen selbst verfasstes... Das habe ich selbst am Abend immer niedergeschrieben. Ja. Nun, und dieses Tagebuch vom Jahr 8, PS 1809... Während des Krieges gibt es kein Tagebuch von mir. Aber ich habe natürlich Dutzende von Notizheften ausgeschrieben. Und wenn ein solches Aufschreibeheft fertig war, ausgeschrieben, dann habe ich wichtige Stellen rot angestrichen am Rande. Und diese hat dann meine Sekretärin später herausgeschrieben, weil sie für die Kriegsgeschichtsschreibung und für das Tagebuch, das amtliche Tagebuch des Wehrmachtführungsstabes, von Bedeutung sein konnten. Das ist zum Beispiel das Dokument PS 1809. Haben Sie das kontrolliert, was Ihre Sekretärin da zusammengestellt hat? Nein, das habe ich nicht mehr kontrolliert und nicht mehr gesehen. Das fiel dann der Anklagebehörde in die Hände. Ja, nun gibt es noch ein drittes, welches immer als Tagebuch hier zitiert wird. Das ist das Tagebuch des Wehrmachtführungsstabes. You said it fell into the hands of the prosecution. Do you mean that it wasn't one of the documents which you handed over to the prosecution? Nein, ich wusste gar nicht, wo diese Auszüge aus meinem Aufschreibeheft geblieben waren. Und die Anklagebehörde hat es erbeutet, irgendwo. Alles Übrige sind Abschnitte, Teilausschnitte aus dem amtlichen Tagebuch des Wehrmachtführungsstabes. Und wer hat das geführt? Das amtliche Tagebuch des Wehrmachtführungsstabes. Nicht Sie? Nein, das hat immer ein hochwertiger, von mir persönlich bestimmter Fachmann geführt. Haben Sie das kontrolliert? Zuletzt der Professor an der Universität Göttingen, Dr. Schramm. Den werden wir als Zeugen hören. Haben Sie kontrolliert, was in dieses offizielle Tagebuch hineingenommen wurde oder nicht? Ich hatte meist nicht die Zeit, sondern ließ es durch den General Scherf durchlesen. Ja. Und wenn der irgendwas Besonderes gefunden hat, so hat er mich darauf aufmerksam gemacht. Also das nur zur Klarstellung. Jetzt kehren wir wieder zur Balkanfrage zurück. Es hieß in Ihrem sogenannten Tagebuch, der Balkan soll und muss ruhig bleiben. Was war damit wohl gemeint? Das war eine kurze Notiz über die Erzählungen des Führers, dass er sich mit Mussolini vollkommen darüber einig geworden sei, dass man am Balkan Ruhe haben müsse. Und haben wir nicht versucht, die Balkanstaaten wirklich so ruhig als möglich zu halten? Ja, dieser Versuch ist unaufhörlich gemacht worden. Es ist unser Verhalten gegenüber Jugoslawien so sorgsam gewesen wie gegenüber einer Primadonna. Das ging so weit, dass als wir den griechischen Feldzug vorbereiten mussten, der Führer sogar den Antrag des Generalquartiermeisters des Heeres abgelehnt hat, plombierte Züge, Nachschubzüge, durch Jugoslawien fahren zu lassen, was völkerrechtlich zulässig ist. Wir haben ferner
auf Bulgarien eingewirkt, dass es sich an dem bevorstehenden Krieg in Griechenland nicht beteiligt. Wir erbeuteten die gesamten Akten der englischen Brigade, die in Namsos und Andalsnes gelandet waren. Wir nahmen überraschend gefangen den englischen Kriegsberichter Romilly in Narvik, der dort alles andere eher als deutsche Schiffe erwartete. Sonst hätte er sich der Gefangennahme entziehen können. Und der auf die Frage, was er denn in dem friedlichen Narvik über Krieg berichten wolle, keinerlei Auskunft geben konnte. Wir erbeuteten dann später die gesamten Akten des französischen Generalstabes, die zum Teil ja durch den Verteidiger des Großadmiral Reeder schon vorgelegt sind. Besonders lehrreich und für mich von Interesse waren aber die Tagebücher, die die englischen Offiziere, teilweise auch Unteroffiziere, die wir in Norwegen gefangen nahmen, bei sich trugen. Sie bewiesen mindestens das eine, dass alle diese Truppen bereits eingeschifft waren und in dem Augenblick, als unsere deutsche Flotte nach Norwegen vorstieß, wieder an Land gesetzt wurden. Ich möchte hier wieder auf zwei Tagebucheintragungen verweisen, Seite 54, erster Band meines Dokumentenbuches, Eintragung vom 24.04. und Eintragung vom 26.04. Da heißt es, Major Soltmann berichtet über Vernehmung der Engländer und bringt weitere wichtige Papiere, darunter die geheime Rangliste. Mittags treffen die ersten Gefangenen in Berlin ein. Sie werden in der Alexander-Kaserne vernommen und bestätigen die Echtheit der Befehle. Alles Material wird dem Auswärtigen Amt übergeben. Ich verweise endlich auch noch auf den Fragebogen Soltmann. Das ist das Dokument AI Nummer 4, welches ich hier vorlege. 173 des zweiten Bandes. Ich brauche aber das nicht verlesen, sondern verweise nur auf die Antworten Soltmanns auf die Frage 4 und 5. Nun, eine letzte Frage zu dieser norwegischen Angelegenheit. Der englische Vertreter der Anklagebehörde hat gesagt, das zeige die Ehrenhaftigkeit der Soldaten, die Norwegen angreifen und dann Lügen und Ausreden gebrauchen. Was haben Sie dazu zu sagen? Die Anklage hat damit ein rein operatives Problem auf die Ebene der soldatischen oder menschlichen Ehre geschoben. Das war bisher in der Welt nicht üblich. Ich kann nur sagen, ich habe Norwegen weder angegriffen, noch habe ich Lügen und Ausreden gebraucht. Aber ich habe meine ganze Kraft eingesetzt, um zum Gelingen einer Operation beizutragen, die ich für unbedingt notwendig hielt,
um einer ebensolchen englischen Absicht zuvorzukommen. Wenn einmal die Siegel von den Archiven geöffnet werden, dann wird sich ja die Richtigkeit meiner Auffassung klar erweisen. Aber selbst wenn es falsch wäre, an der Ehrlichkeit meiner subjektiven Einstellung zu dieser Zeit kann deswegen nichts geändert werden. Wir sprechen jetzt von den Westkriegen. Gab es nach dem Polenfeldzug bereits einen Operationsplan für einen Angriff im Westen? Nein, zunächst gab es keinen Angriffsplan im Westen, sondern im Gegenteil. Es gab eine, besonders im Heere, weit verbreitete Auffassung, dass der Krieg von selbst einschlafen würde, wenn wir uns nur im Westen ruhig verhielten. Das ging so weit, dass der Oberbefehlshaber des Heeres sogar bewegliche Infanteriedivisionen in Festungsdivisionen umwandelte, also ihnen die ganzen Bewegungsmittel wegnahm. Wussten Sie schon im Polenfeldzug von den Absichten des Führers gegenüber dem Westen? Während des Polenfeldzuges war der Führer selbst zweifelhaft. Auch er konnte sich keine plausible Erklärung machen über die völlige Untätigkeit der französischen und englischen Kräfte in Frankreich, die nur mit Hilfe ihrer Kriegsberichte eine Art Scheinkrieg inszenierten. In Wirklichkeit fiel aber an der Front kein Schuss. Aber Ende September war sich meiner Erinnerung nach der Führer doch darüber klar, dass wenn England mal in einen Krieg eingetreten ist, es einen solchen Krieg auch bis zum bitteren Ende durchkämpft. Als Generalstäbler müssen Sie folgende Frage am besten beantworten können. Hätten wir uns vom rein strategischen Standpunkt aus gegenüber dem Westen auch rein defensiv verhalten können? Ich will mich ganz kurz fassen, weil derartige Probleme nicht direkt mit dem Prozess zu tun haben. Ich will nur sagen, es wäre der größte strategische Fehler gewesen. Denn unsere damalige Überlegenheit musste in demselben Maße schwinden, als wir zögerten, davon angriffsweise Gebrauch zu machen. Denn England brachte laufend weitere Divisionen nach Frankreich. Und ebenso die Franzosen aus ihrem Kolonialreich. Ich glaube, mehr brauche ich darüber nicht zu sagen. Ich verweise auf C62 Exhibit GB106 in meinem Dokumentenbuch, ersten Band, Seite 56. Ich brauche es aber nicht verlesen. Es sind auch wiederum eine Weisung für die Kriegführung und es sind auch wiederum die Grundgedanken
Geschichten, die wir da gehört haben, zum Ausdruck gebracht. Eines ist vielleicht doch noch wichtig. Der Führer nahm diese Gefahr, dass wir eben nicht mehr überlegen bleiben würden auf die Dauer. So ernst, dass er ja den Angriff für im Winter führen wollte, obwohl sämtliche Soldaten, die es überhaupt gab, ihm davon abgeraten haben. Da wäre zu verweisen auf unser Dokument 19. Wiederum auf unser Dokument im ersten Band, Seite 48, 49, in welchem Tagebuch Jodels, nein, Denkschrift des Führers über die Führung des Krieges, früher zitierte, L52, USA 540. Eine ausführliche Begründung dafür auf Seite 49 meines Dokumentenbuches. Warum wurde dann nicht Frankreich angegriffen, ohne die Neutralität Hollands und Belgiens und Luxemburgs zu verletzen? Es war auch für den Führer keine Kleinigkeit, sich neue Gegner zu verschaffen in einer Stärke von 400.000 bis 500.000 Mann, wie es die holländisch-belgischen Kräfte darstellten. Das führte dazu, dass wir den Angriff im Westen tatsächlich mit unterlegenen Kräften führen mussten. Nämlich mit 110 Divisionen gegen rund 135 feindlichen. Ohne Not tut das kein Feldherr. Nun, was war die Gründe? Wir waren nicht imstande, die Maginot-Linie an ihren stärksten Stellen, die dann übrig geblieben wären, nämlich zwischen dem Rhein und der luxemburgischen Grenze oder am Oberrhein, wo die Vogesen noch dazu kamen, diesen Westwall an diesen Stellen zu durchbrechen, diese Maginot-Linie. Dazu fehlte die schwere Artillerie. Aber das wäre kein moralischer Grund, sondern vielleicht gerade ein unmoralischer. Die große Gefahr bestand aber darin, dass uns bei einem solchen langwierigen Festungsangriff die gesamten englisch-französischen beweglichen Kräfte durch Belgien und Holland vorstoßend in den Rücken gefahren wären. Und diese standen nämlich nördlich Lille, man kann wohl sagen mit laufenden Motoren, für diese Aufgabe bereit. Und das Entscheidende war, dass sowohl der Führer, aber auch wir selbst, wir Soldaten, unbedingt des Eindruckes waren,
aus den vielen Meldungen, die wir bekamen, dass die belgisch-holländische Neutralität doch letzten Endes eines Angriffes gegen Jugoslawien gefordert hat. Da schlug ich ihm vor, oder ich erwähnte zumindest, dass wir doch erst durch ein Ultimatum nach unserem Aufmarsch die wirkliche Lage, politische Lage, klären müssten. Das lehnte er ab. Er sagte, da kommt gar nichts dabei heraus. Das hat der Feldmarschall Keitel schon bestätigt. Jetzt sagen Sie, das war am 27.03. Das war am 27. Nun darf ich dazu noch einen Beweis liefern. Am Abend dieses 27. ist der Befehl erlassen worden. I don't think it's necessary. If the defendant Keitel said it and you say it and there's no cross-examination about it. Ja, etwas scheint mir wichtig. Es ist ein Dokument eingereicht, dieses Dokument PS 1746. GB 120 und ist Seite 77, Seite 70 des Dokumentenbuches. Seite 71 ist der Text. Wenn das Gericht diesen Satz auf Seite 71, Ziffer 1, vergleicht mit dem Satz, der auf Seite 69 des Dokumentenbuches steht, so tritt ein Unterschied in Erscheinung. Seite 69 enthält nämlich die vom Führer unterschriebene Weisung. Und die beginnt mit dem Satz, den ich zitiere, der Militärputsch in Jugoslawien hat die politische Lage auf dem Balkan geändert. Jugoslawien muss auch dann, wenn es zunächst Loyalitätserklärungen abgibt, als Feind betrachtet und daher so rasch als möglich zerschlagen werden. Das ist, wie aus dem Datum hervorgeht, am 27.03. ausgegeben worden. Ich habe, was auch für die Überraschung dieses ganzen Falles spricht, diese Nacht in der Reichskanzlei durchgearbeitet. Ich habe, wie aus Seite 71 hervorgeht, am 28. 4 Uhr morgens dem General von Rinteln, dem Verbindungsoffizier zum italienischen Oberkommando, dieses Aide-Memoir, dieses operative Aide-Memoir in die Hand gedrückt. Und hier habe ich geschrieben, was ich zitiere. Für den Fall, dass die politische Entwicklung ein bewaffnetes Einschreiten gegen Jugoslawien erfordert, ist die deutsche Absicht und so weiter. Ich muss zugeben, dass ich mich damit etwas
auf das Gebiet der Politik begeben habe. Aber ich habe mir dabei gedacht, wenn Deutschland die politische Situation nicht klärt, einwandfrei, dann tut es vielleicht Italien. Für die Plötzlichkeit dieses Entschlusses spricht auch das nächste Dokument, das ich unter Seite 73, erster Band, abgedruckt habe. Das ist die aufgrund dieser Befehle nun vom OKH erlassene Weisung, Aufmarschanweisung für das Unternehmen. Und da heißt es vom 30. Ja, also das ist R95 GB 127. Seite 73, wie gesagt, des ersten Bandes. Und da heißt es, infolge der veränderten politischen Verhältnisse und so weiter, und dann wird jetzt aufmarschiert, und dann heißt es, letzter Absatz, die Operation erhält die Deckbezeichnung Unternehmen 25. Inwiefern kann man daraus etwas entnehmen, Herr Generaloberst? Na, der Befehl ist erst am 3. April. Nein, am 30.3. Am 30.3. gegeben worden. Das heißt, die Operation erhält und die Deckbezeichnung Unternehmen 25. Also 3 Tage nach dem Putsch wurde überhaupt erst ein Deckname für diese Operation befohlen. Das beweist, dass diese Operation nicht schon im Jahre 37 vorgesehen war, wie es hier einmal ausgesprochen wurde. Und nun eine letzte Frage zu diesem Gegenstand Balkan. War die griechische Neutralität noch aufrecht, als wir am 24.03.41 den Angriff deutscher Luftwaffen in den Hoheitsgebieten von Kreta freigegeben haben? Ich weise diesbezüglich auf den Befehl C60 hin. C60 AJ13. Es ist ein Befehl vom 24.03.41, der, wie ich eben gesagt habe, gestattet die Luftangriffe auf Kreta. Ja, auch auf griechische Schiffe, darauf kommt es auf. Nun, wie stand es mit der griechischen Neutralität am 24.03.41? Die war zu diesem Zeitpunkt völkerrechtlich betrachtet nicht mehr vorhanden. Die Engländer waren inzwischen sowohl auf Kreta als wie in Piräus gelandet. Und wir haben das schon etwa am 5. oder 6.3. erfahren. Der Befehl entspricht also allen völkerrechtlichen Grundsätzen. Aber ich darf abschließend zu dem jugoslawischen Problem noch hinzusetzen, dass die Behauptung, die hier vorgebracht wurde von der Anklage, dass der Plan, Jugoslawien anzugreifen, von dem Büro Jodl ausgegangen ist, dass das eine durch nichts bewiesene und auch durch nichts beweisbare Behauptung ist. What was that document that you were referring to? 24th of March, 41, you said 360. Didn't indicate anything to us. 24.3. Das ist C60 AJ13.
Thank you. What page? What page? Seite 76, erster Band. Nun kommen wir zur Frage Sowjetunion. Wie viele Truppen hatten wir im Osten während des Westfeldzugs? Zuerst waren es 10 Divisionen und die wurden im Laufe des Westfeldzuges noch auf 6 bis 5 Divisionen vermindert. Was veranlasste uns nach dem Westfeldzug Truppen nach dem Osten zu verschieben? Die Meldung des Oberbefehlshabers im Osten, dass er mit diesen schwachen Kräften weder Polen in Ruhe halten könne, noch die Demarkationslinie überwachen. Nun, in Ihrem Tagebuch, sogenannten Tagebuch, 1809 PS. Im ersten Band meines Dokumentenbuches, Seite 83. Da schreiben Sie am 24.5. Lage im Osten wird durch russischen Aufmarsch gegen Bessarabien bedrohlich. Das ist am 24.05.40. Das schreiben Sie in Ihr Tagebuch. Wie kamen Sie dazu? Anlass war eine Meldung von Canaris, der über den Aufmarsch von 30 russischen Divisionen gegen Bessarabien berichtete. Ob nun der Zusatz über die Besorgnis von mir stammt oder ob es ein Gedanke des Führers war, den ich da niedergeschrieben habe, kann ich heute nicht mehr sagen. Es steht nur bedrohlich, ja. Nun, am 6.9.1940 haben Sie einen Befehl unterschrieben, dass diese Umgruppierung nicht den Eindruck offensiver Absichten machen soll. Wie ist denn das zu verstehen? Dieser von mir unterschriebene Befehl ist aufgefasst worden als die erste Verschleierung des bevorstehenden Angriffs auf Russland. Bitte einen Moment, ich will nur das Gericht verweisen auf den Befehl, um den es sich dreht. Er ist Seite 78 des ersten Bandes, erster Band 78, und zwar handelt es sich um PS 1229, USA 130. Es ist ein Befehl von Jodl unterzeichnet an die Auslandabwehr. Und da heißt es nun, der Ostraum wird in den kommenden Wochen stärker belegt werden. Bis Ende Oktober soll der aus anliegender Karte ersichtliche Stand erreicht sein. Und jetzt, hohes Gericht, zu meinem Bedauern muss ich wieder aufmerksam machen auf einen Mangel in der englisch-französischen Übersetzung. Es fehlt nämlich der nächste Absatz und der ist gerade wichtig zum Verständnis des ganzen Dokumentes. Nämlich, es heißt jetzt, für die Arbeit
des eigenen Nachrichtendienstes sowie für die Beantwortung von Fragen des russischen Nachrichtendienstes. It doesn't appear to be in our document. What paragraph are you reading? Ja, aber ich, da hier sind Punkte. Es ist der zweite Absatz in meinem Dokumentenbuch. Seite 78. Well, it isn't translated. Das habe ich gesagt. Das ist die Schwäche. Drum diktiere ich es jetzt. Oder lese es langsam. You mean you want it to be translated? You see, paragraph 2 isn't translated at all. There's nothing here. Diese drei Zeilen sind überhaupt nicht übersetzt. Und sind aber sehr wichtig. Just read it through the earphones, then. Read the passage. Ja. The full document is in the big title book, number 7, page 102. Page 102. Thank you very much. Aha, das ist nicht sehr einfach. Yes, go on. Also für die Arbeit des eigenen Nachrichtendienstes sowie für die Beantwortung von Fragen des russischen Nachrichtendienstes gelten folgende Richtlinien. Und nun bitte erklären Sie die Sache weiter. Solche Anweisungen wie diese hier an das Amt Canaris habe ich alle 6 Wochen gegeben. Es waren die Grundlage für die Arbeit der sogenannten Gegenspionage, die ich hier nicht näher erörtern will. In diesem Falle kam es mir darauf an, dass die schwachen Kräfte, die wir um diese Zeit im Osten hatten, dass die tatsächlich stärker erscheinen sollten. Das geht aus der Ziffer 3 zum Beispiel hervor, in der es heißt, und ich zitiere, bei Angaben über die Ausrüstungslage der Verbände, besonders der Panzerdivisionen, ist erforderlichenfalls zu übertreiben. In der nächsten Ziffer, Ende des Zitats. In der nächsten Ziffer weise ich auch darauf hin, dass der Flakschutz zu übertreiben ist. Das alles ist geschehen, weil zu dieser Zeit ja schon eine Sorge bestanden hat, dass eventuell eine russische Aktion gegen Rumänien sich entwickeln könnte. Davor abzuschrecken, war der Zweck dieser Anweisung, die nur für den Nachrichtendienst bestimmt war. Hätte ich am 6.9. schon von irgendeiner Angriffsabsicht gegen Russland etwas gewusst, dann hätte ich ja genau das Umgekehrte gesagt. Denn mit diesem Befehl, wie ich ihn ausgegeben habe, da hätte ich mich ja im Sinne des Freundeskreises Gisevius betätigt. Nämlich die Russen darauf hingewiesen, dass wir da schon zum Aufmarsch ansetzen. Nun, wann hörten Sie zum ersten Mal von der Sorge des Führers, dass Russland sich feindlich zu uns stellen könnte?
zum ersten Mal am 29. Juli 1940 auf dem Berghof bei Berchtesgaden. In welchem Zusammenhang? Der Führer behielt mich nach der Lagebesprechung allein zurück und sagte mir überraschend, er hätte Sorge, dass Russland noch vor dem Winter in Rumänien weitere Besetzungen vornehmen könnte und damit das rumänische Ölgebiet, das die Conditio sine qua non für unsere Kriegführung war, uns wegnehmen würden. Er frug mich, ob wir nicht sofort einen Aufmarsch fahren könnten, um noch im Herbst bereit zu sein, einer solchen russischen Absicht mit starken Kräften entgegentreten zu können. Das ist nahezu der Wortlaut, mit dem er sich geäußert hat. Und alle anderen Darstellungen sind falsch. Sie erwähnten soeben Hitlers Sorge um die Besitzergreifung der rumänischen Ölfelder. Hat der Führer aufgrund dieser Sorge irgendwas veranlasst? Aufgrund dieses Gespräches eben hier, bei dem ich ihm erwiderte, es sei ganz unmöglich, jetzt einen Aufmarsch zu fahren, der dauere 4 Monate. Da befahl der Führer, dass diese Aufmarschverhältnisse gebessert werden müssen. Und es ergingen nun 2 Befehle in der nächsten Zeit. Der eine ist, glaube ich, vom 9. August. Er nannte sich Aufbau Ost und enthielt alle Maßnahmen, die notwendig waren, die Aufmarschverhältnisse im Ostraum zu verbessern. Der zweite Befehl erging am 27. August. Er liegt uns nicht vor, aber er ist dokumentarisch festgehalten in dem Kriegstagebuch der Seekriegsleitung. Ja, das ist Seite 85 des ersten Bandes meines Dokumentenbuches. Da ist eine, ganz am Ende der Seite, eine Eintragung ins Seekriegsbuch. Verschiebung von 10 Divisionen und 2 Panzerdivisionen, nächste Seite, in das Generalgouvernement für eventuell notwendiges, schnelles Eingreifen zum Schutz des rumänischen Ölgebiets. Das ist also ein Auszug aus C-170, USA 136. You seem to be reading from page 85, were you? Ja, von Seite 85. Bei mir ist es auf Seite 85 das Deutsche. Vielleicht stimmt es im Englischen nicht so ganz genau mit der Seite. Es ist die Eintragung unter... Very well, yes. Ja, Verschiebung von 10 Divisionen und 2 Panzerdivisionen in das Generalgouvernement. Yes, I see. Für eventuell notwendig werdende. Dieser Eintrag ist ein Beweis, welche Absicht damals
der Führer mit dieser Verstärkung im Osten verfolgte. Nun, wann wurde der Befehl des Führers erteilt, den Angriff vorzubereiten? Der erste Befehl, Angriffsüberlegungen oder Überlegungen für eine Angriffsoperation überhaupt zu treffen, ist schriftlich vom Wehrmachtführungsstab aus am 12. November dem Führer vorgelegt worden. Es ist das Dokument PS 444. Die Seite 66 des ersten Bandes meines Dokumentenbuchs. Und ist dem Gericht schon bekannt. Aber diesem ersten schriftlichen Befehl, der mir bekannt ist, müssen unbedingt mündliche Anweisungen des Führers an den Oberbefehlshaber des Heeres vorausgegangen sein. Das ist aus dem Dokument selbst zu entnehmen, nämlich Seite 66, nein, Seite 67. Seite 7 Zeichen, also das Vorausgehen bereits mündliche Vorbereitungen. Mundliche Befehle. Nun, ich bin aber nicht in der Lage zu sagen, wann diese mündlichen Anweisungen an das Heer gegeben worden sind. Sagen Sie, war bei diesen Ausführungen Hitlers Ihnen gegenüber je von Dingen die Rede wie Lebensraum, Erweiterung unserer Ernährungsbasis als Grund für einen Eroberungskrieg und so weiter? Der Führer hat in meiner Gegenwart niemals auch nur eine Andeutung von einem anderen Grund genannt als den rein strategisch-operativen. Er führte unaufhörlich durch Monate hindurch, kann man sagen, führte er aus. Es ist kein Zweifel mehr. England hofft auf diesen letzten Festlandsdegen. Sonst hätte schon nach den Kirchen den Krieg eingestellt. Unter der Hand oder unter der Decke sind sicher schon Vereinbarungen getroffen. Der russische Aufmarsch ist ja unverkennbar. Eines Tages werden wir plötzlich entweder eiskalt politisch erpresst oder angegriffen. Sagen Sie, aber anderes, darüber könnte man noch wochenlang sprechen, es ist kein anderes Wort mir gegenüber gefallen als derartige rein strategische Gründe. Wie hatte sich nach den Meldungen, die Sie bekamen, die militärische Lage seit dem Polenfeldzug im Osten entwickelt? Als wir... Go on. Als wir zum ersten Mal mit den Russen in Fühlung kamen, im Polenfeldzug, war das Verhältnis ein ziemlich frostiges. Jeder Einblick in die Truppe oder in die Ausrüstung wurde sorgfältig verwehrt. Es kam dann laufend zu unangenehmen Zwischenfällen am Sahn. Die Russen schossen auf alles flüchtende Polen oder auch deutsche Soldaten. Es gab Verwundete und Tote.
und es wurde die Demarkationslinie in zahlreichen Fällen überflogen. Die ungewöhnlich starken Kräfte, mit denen Russland die Besetzung der baltischen Staaten von Polen und von Bessarabien durchführte, die fiel uns vom ersten Augenblick an auf. Enthielten die Meldungen, die Sie bekamen, Angaben über militärische Verstärkungen der Roten Armee? Durch die Karten, die alle paar Tage vorgelegt wurden. Und die ja basierten auf den Meldungen der Abwehr, auch der Horchaufklärung. Da formte sich folgendes Bild. Im Sommer 1940 waren etwa 100 russische Divisionen entlang der Grenze. Im Januar 1941 waren es bereits 150 Divisionen. Und die waren mit Nummern angegeben. Also waren es zuverlässige Meldungen. Zum Vergleich dieser Stärke darf ich anfügen, dass die englisch-amerikanisch-französischen Kräfte, die in Frankreich und gegen Deutschland operierten, nach meiner Kenntnis niemals 100 Divisionen stark waren. Hat Hitler versucht, die politische Situation diplomatisch zu klären? Ja, er versuchte das durch die bekannte Besprechung mit Molotow. Und ich muss sagen, dass ich auf diese Besprechung große Hoffnungen setzte. Denn die militärische Lage für uns Soldaten war doch so: mit einem sicher neutralen Russland im Rücken, das uns noch dazu belieferte, konnten wir den Krieg überhaupt nicht mehr verlieren. Eine Invasion wie am 6. Juni 1944 war völlig ausgeschlossen, wenn wir alle die Kräfte zur Verfügung gehabt hätten, die wir in diesem gewaltigen Kampf in Russland verbrauchten und verloren. Warum? Dass ohne Not ein Staatsmann, und letzten Endes war er auch ein Feldherr, eine solche Lage preisgibt, das muss ich sagen, das ist mir keinen Augenblick in den Sinn gekommen. Und es ist eine Tatsache, dass er auch monatelang innerlich auf das Schwerste mit diesem Entschluss gerungen hat. Sicherlich beeinflusst durch die vielen Gegenvorstellungen, die sowohl der Reichsmarschall wie der Oberbefehlshaber der Kriegsmarine als auch der Außenminister erhoben haben. Wie stellte sich für Sie aufgrund der Meldungen, die Sie bekamen, die weitere militärische Entwicklung dar, beiden Seiten? Vom Januar 1941 an ist der Nachrichtendienst aktiviert worden. Die Divisionen
an unseren Grenzen und an den rumänischen Grenzen wuchsen rapide an. Am 3. Februar 1941 hat der Chef des Generalstabes des Heeres dem Führer über die eigenen beabsichtigten Operationen vorgetragen. Er legte dabei eine Karte vor über den russischen Aufmarsch. Damals waren in dieser Karte eingezeichnet, und es liegt dokumentarisch fest, 100 Schützendivisionen, 25 Kavalleriedivisionen und 32. Do we want all these strategic details of plans made by the German generals? Ja, ich glaube, es ist doch von ganz großer Bedeutung festzustellen, vor welchem Bild der Generalstab damals gestanden ist, nämlich ein übermächtiger Aufmarsch der russischen Truppen gegenüber unseren. Well, but that's not what he's telling us about. He's telling us about in February 1941, the OKH produced plans to show the deployment of German troops. No. Nein. Nein. Russian troops were. Nein. Das ist ein Plan, der entwickelt worden ist vom Generalstab. At any rate, it isn't necessary to go into such details to tell us how many cavalry regiments they've got there. Ja, also bitte sagen Sie ganz allgemein, wie nach der Meldung im Februar 41 Halder in das Bild entwickelte. Nur eine Zahl, wie viele Divisionen sind damals aufmarschiert? Ich habe schon gesagt, es waren im Februar 150 russische Divisionen gegen uns aufmarschiert. Ja. Well, he said that already. Und wie viel waren auf unserer Seite? Und ich möchte demgegenüber sagen, dass zu diesem selben Zeitpunkt unser Aufmarsch soeben begonnen hatte. Was General Halder in diesem Augenblick vortrug. Und ich möchte ferner darauf hinweisen, dass nach dem Dokument C-39, USA 138, das ist Seite 92 des ersten Dokumentenbuches, dass aus diesem Dokument hervorgeht, es ist die Zeittafel für den Aufmarsch, dass erst ab 1. Juni die wirklichen Angriffsverbände, nämlich die Panzerdivisionen 14 und die 12 motorisierten Infanteriedivisionen, antransportiert worden sind, und zwar, wie aus der Bemerkung hervorgeht, in der äußersten Spalte rechts, diese sogar erst ab 10. Juni antransportiert worden sind. Ich erwähne das deswegen, damit man nicht sagt, ja, die deutsche Angriffsabsicht, die war ja schon im Februar 1941 erkennbar. Das war sie nicht. Von der Anklagebehörde wurde besonders betont, dass lange vorher schon dieser Plan zum Überfall auf Sowjetrussland gefasst worden ist. Können Sie dazu vielleicht noch einen Punkt sagen? Ich will nur mit einem Satz darauf hinweisen,
Wir hatten für diesen Aufmarsch 10.000 Züge zu fahren. Und wenn man im Tage 100 hätte fahren können, dann hätte das allein 100 Tage gedauert. Aber diese Zahl haben wir nie erreicht. Also rein technisch hat dieser Aufmarsch schon 4 Monate gedauert. Rein technisch. Hatten die jugoslawischen Ereignisse Einfluss auf die Entschlüsse des Führers? Sie gaben den letzten Ausschlag. Bis dahin waren immer noch Zweifel beim Führer vorhanden. Am 1. April, und nicht früher, am 1. April stand sein Entschluss fest, den Angriff zu führen. Und am 1. April hat er befohlen, ihn etwa für den 22. Juni vorzusehen. Also im Ganzen? Der Angriffsbefehl selbst, also die wirkliche Auslösung des Feldzuges, die wurde erst am 17. Juni befohlen, was ebenfalls dokumentarisch festliegt. Der Führer hat also nach Ihrer Ansicht einen Präventivkrieg geführt. Haben die späteren Erkenntnisse diese militärische Notwendigkeit erwiesen? Es war zweifellos ein reiner Präventivkrieg. Das, was wir nachträglich noch feststellten, war aber jedenfalls die Gewissheit einer ungeheuren militärischen russischen Vorbereitung gegenüber unseren Grenzen. Ich will auf Einzelheiten verzichten, aber ich kann nur sagen, es ist uns zwar die taktische Überraschung nach Tag und Stunde gelungen, die strategische Überraschung nicht. Russland war im vollen Maße kriegsbereit. Als Beispiel können Sie vielleicht dem Gericht noch nennen, die Zahl der neuen Flugplätze, welche im russisch-polnischen Gebiet gefunden worden sind. Ich habe ungefähr in Erinnerung, dass die vorhandenen Flugplätze in Ostpolen etwa 20 waren und auf über 100 vermehrt worden waren inzwischen. Was wären nun unter solchen Umständen die Folgen eines russischen Zuvorkommens gewesen? Nur ganz kurz. Ich will nicht auf den strategischen Grundsätze eingehen der Operation auf der inneren Linie, sondern nur ganz kurz sagen, wir waren niemals stark genug, um im Osten uns verteidigen zu können. Das haben die Ereignisse seit dem Jahre 1942 bewiesen. Das mag grotesk klingen, aber um diese Front von über 2000 Kilometern überhaupt zu besetzen, brauchte man mindestens 300 Divisionen. Und die haben wir nie gehabt. Wenn wir gewartet hätten, bis wir vielleicht gleichzeitig durch die Invasion und durch einen russischen Angriff in die Zange genommen worden wären, so wären wir mit Sicherheit verloren gewesen. Wenn also die politische Promisse richtig war, nämlich dass uns dieser Angriff drohte, dann war auch militärisch betrachtet der Präventivangriff berechtigt. Uns Soldaten ist die politische Lage so dargestellt worden.
Infolgedessen haben wir auch unsere militärische Arbeit darauf abgestellt. Jetzt noch einige Fragen betreffs Japan. Welche Bedeutung hatte die Weisung 24 vom 5.3.41 für die Zusammenarbeit mit Japan? Es war davon schon die Rede, aber nicht ganz klar. Das ist Seite 94 des ersten Bandes unseres Dokumentenbuches. Es ist das Dokument C-74 USA 151. C-75. Der Großadmiral Reda hat als Zeuge schon etwas über diese Weisung gesagt. Haben Sie noch etwas Neues dazu zu sagen? Das Dokument ist recht wichtig. Zunächst muss ich ein Geständnis machen. Es ist mir bisher nur vorgeworfen, dieses Dokument empfangen zu haben. Aber das stammt von mir. Ich habe es veranlasst. In meinem Stab ist es bearbeitet worden. In der Gruppe der Kriegsmarine. Ich kenne infolgedessen dieses Dokument besser wie irgendjemand. Das ist kein Operationsbefehl, sondern das ist eine Sprachregelung für die deutschen Offiziere. Was heißt das? Das heißt, es soll allen denjenigen deutschen Offiziere, die dienstlich oder außerdienstlich mit japanischen Offizieren in Verbindung kommen, genau dargelegt werden, was die Ziele der deutschen Politik sind. Nämlich, England auch im Fernen Osten anzugreifen und Amerika gerade dadurch aus dem Kriege herauszuhalten. Da steht unter Punkt 3 dieser Weisung A. Das gemeinsame Ziel der Kriegführung ist herauszustellen, England rasch niederzuzwingen und USA dadurch aus dem Krieg herauszuhalten. Eine solche Weisung war notwendig, damit nicht durch unbedachte Äußerungen deutscher Offiziere die japanischen Heeres- oder Seeoffiziere das für ihre politischen Zwecke ausnützten. Und aus diesem Grunde hat auch das Auswärtige Amt einen Abdruck bekommen, wie aus dem Verteiler hervorgeht, auf der Seite 96. Das wäre bei einem Operationsbefehl nie geschehen. Und deswegen hat ihn auch der Führer nicht unterschrieben. Auf Seite 96 oben dieses Dokumentes ist auch wiederum als Ziel der deutschen Kriegführung hingestellt. Außerdem sind Angriffe auf andere Stützpunkte der englischen, der amerikanischen Seemacht nur, wenn Kriegseintritt USA nicht verhindert werden kann, geeignet, das dortige Machtsystem des Feindes zu erschüttern. Also wiederum das Streben, den Kriegseintritt USA zu verhindern und nur wenn es nicht möglich ist, es anzugreifen. Ich darf noch hinzusetzen, dass der Zweck dieses Dokuments nicht war, auf Japan einzuwirken. Das wäre ja eine politische Handlung. Sondern er sollte nur
allen Offizieren die Anweisung geben, was sie in einem solchen Fall äußern sollten. Der Großadmiral Raeder hat uns schon gesagt, durch welche Marinebefehle er versucht hat, Amerika aus dem Krieg herauszuhalten. Haben Sie da etwas hinzuzufügen? Nur einen einzigen Punkt, den der Großadmiral nicht genannt hatte. Und der ergibt sich aus dem Dokument C-119 und AJ-14 und ist nachzulesen auf Seite 98 des Dokumentenbuchs Nummer 1. Seite 98 des ersten Bandes. AJ-14, welches wir übergeben. Da heißt es, besondere Anordnungen über das Verhalten bei der Besetzung Dänemarks und Norwegens. Und dann... Es braucht nur der letzte Satz gelesen zu werden. Bitte lesen Sie ihn. Ausgenommen von dem Auslauf- bzw. Startverbot sind sämtliche unter USA-Flagge fahrenden Kriegs- und Handelsschiffe sowie Flugzeuge. Das ist also auf Seite 98 der allerletzte Satz unten. Der Absatz spricht von einem Auslaufverbot für Kriegs- und Handelsschiffe, Flugzeuge und so weiter und eine Ausnahme für die Amerikaner. Amerika hat also eine Ausnahmestellung hier eingenommen, wie lange Zeit bei allen Kriegsmaßnahmen der Seekriegsleitung. Haben Sie vor dem Angriff Japans auf Amerika dienstlich mit japanischen Offizieren zu tun gehabt? Nein, vorher nicht. Überhaupt nicht? Nein. Hatten Sie den Angriff auf Pearl Harbor erwartet? Der Angriff kam völlig überraschend, für mich überraschend, aber meinem Gefühl nach auch für den Führer überraschend. Denn er kam mitten in der Nacht in meinen Kartenraum, um dem Feldmarschall Keitel und mir diese Nachricht zu übermitteln. Er war vollkommen überrascht. Ich möchte noch, dass Sie hier eine irrtümliche Auffassung dieses Briefs Falkenstein aufklären. Ich weiß nicht, ob das schon geschehen ist. Das ist Seite 81 im ersten Band unseres Dokumentenbuches. Da ist ein Brief, ja, also PS 376. USA 161. Das ist ein Brief von Falkenstein an Sie selbst, glaube ich. Nein, nein. Wie? An den General Waldau, an den des Luftwaffenführungsstabes. Da heißt es, der Führer beschäftigt sich im Hinblick auf eine spätere Kriegführung gegen Japan, gegen Amerika, die Frage der Besetzung der Atlantischen Inseln. Das kann so gelesen werden, als ob die Absicht bestand, Amerika anzugreifen. Den Führer beschäftigt im Hinblick auf eine spätere Kriegführung gegen Amerika. Was ist damit gemeint? Und wie haben Sie es aufgefasst? Na, das ist ganz selbstverständlich. Zu dieser Zeit waren tatsächlich Überlegungen im Gange, Atlantische Inseln zu besetzen, was der Führer immer wollte. Zu welchem Zweck? Als eine gewisse Sicherungsbasis, also ein Vorfeld für ein Eingreifen Amerikas.
Und mit diesen Gedanken mussten wir uns, obwohl sowohl die Kriegsmarine wie der Wehrmacht-Führungsstab und der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht das strikte ablehnten, mussten wir uns mit diesen Dingen wenigstens gedanklich beschäftigen. Und das erzählt er in diesem Brief dem General von Waldau. Im Übrigen ist dasselbe dann niedergelegt in einem Dokument, später in einem Befehl, PS 444. Genau dasselbe, was er hier schreibt. Hatten wir überhaupt ein Interesse an der Ausweitung des Krieges? Ich persönlich nicht. Ich kann nur sagen, die Ausdehnung vom Nordkap bis nach Tobruk und von Brest bis nach Rostow am Don, die war größer, als mir lieb war. Und hatten wir ein Interesse daran, dass Japan mit USA in den Krieg käme? Nein, sehr viel lieber wäre uns ein neuer starker Bundesgenosse ohne einen neuen starken Gegner gewesen. Haben wir Italien in den Krieg gezogen? Was politisch geschehen ist, weiß ich nicht. Aber als Italien nach dem Zusammenbruch Frankreichs praktisch sich an diesem Kriege auch noch beteiligen wollte, da versuchten wir das zu verhindern. Wir Soldaten im OKW. Aber es gelang uns nur eine Verzögerung seines Eingreifens, um etwa 4 bis 6 Tage zu erreichen. Ganz ablehnen konnte der Führer nicht. Dass aber Italien während des ganzen Krieges keine Hilfe, sondern nur eine Belastung war, das wird die spätere Kriegsgeschichtsschreibung bestätigt. Zu all den Vorwürfen betreffend Verbrechen gegen Frieden möchte ich mich noch berufen auf die betreffenden Dokumente, welche von Göring, Ribbentrop, Reda, Dönitz vorgelegt worden sind. Ich weiß nicht, ob eine solche Berufung prozessual überhaupt notwendig ist. Nun, letzte Frage. Die Anklage hat diese ganze Reihe von Feldzügen als einen langen, vorbedachten und vereinbarten Eroberungsplan dargestellt, den Sie als Verschwörer provoziert und ausgeführt haben. Was sagen Sie zu dieser Darstellung? Ich glaube, dass ich dieses historisch völlig verzerrte Bild bereits durch meine Aussage im Wesentlichen korrigiert habe. Der Krieg gegen Polen brach aus, ohne dass ich an seiner Vorbereitung irgendwie beteiligt war. Er weitete sich zu einem Weltkrieg aus, entgegen allen Hoffnungen der Soldaten. Für diesen Krieg musste alles improvisiert werden. Es gab nichts als wie den Angriffsplan gegen Polen. Es gab weder genügende Bomben noch Munition. Kein Soldat dachte damals an Norwegen, an Belgien, an Holland, an Jugoslawien, an Griechenland oder gar an Russland. Es waren keinerlei militärischen Vereinbarungen
mit Italien oder mit Japan getroffen. Die Darstellung des amerikanischen Generalstabschefs, des Generals Marshall, erkenne ich in fast allen Punkten als absolut richtig an. Herr Vorsitzender, ich habe keine Frage mehr.